Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Playtest, und zwar von GoGo Town. Ein kleines, spaßiges Spiel habe ich schon letztens mal bei einer Freundin im Stream gesehen und habe jetzt netterweise ein Key geschenkt bekommen. Oder was heißt geschenkt? Ein Key bekommen, wo wir das auch mal im Playtest spielen dürfen. Und ja, freue mich sehr darüber. Sah sehr lustig aus und ich denke, das wird auch uns sehr viel Spaß machen. Wir drücken mal eine beliebige Taste. Neues Spiel brauchen wir natürlich. Optionen. Das ist alles okay. Qualität der Lichter können wir ruhig auf hoch setzen. Spracheinstellungen Deutsch. Streamer-Modus an. Wurde mir empfohlen, das zu machen, weil das dann gibt es musiktechnisch auf jeden Fall keine Schwierigkeiten. Ich wundere mich nur gerade, warum wir hier keinerlei Ton haben. Ich starte das Spiel vielleicht einfach gerade noch, oder wir gucken mal. Wir gehen mal ins Spiel rein. Neues Spiel. Muss ich hier irgendwas speichern? Sieht nicht so aus. Machen wir mal ein neues Spiel, ob wir dann Musik haben. Sonst starte ich es nochmal neu. Jawohl, wir haben Ton. Viel Glück, Kleines, du wirst es brauchen. Es gibt viel Arbeit für dich in der Stadt. Auch für die Spieleentwickler gibt es noch viel zu tun. Vergiss nicht, alle Bugs zu melden, die du findest, es sei denn, sie haben Beine. Die kannst du selbst übernehmen. Letty, willkommen in GoGo Town, Bürgermeister. Ich bin sicher, der Boss hat dich über alles informiert. Nein. Also lass uns gleich mit dem Bürgermeistertraining beginnen. Diese Statue hat schon bessere Tage gesehen, genau wie der Rest der Stadt. Deine erste Aufgabe als Bürgermeister ist es, sie zu reparieren. Wenn du den Schutt in der Stadt wegräumst, findest du, was du zum Reparieren brauchst. Ich habe auch die Stadtpedia-App vorbereitet, die du auf deinem Telefon finden wirst. Stadtpedia deckt eine Vielzahl von Themen ab, die du für deine Ausbildung hilfreich finden könntest. So. Ah, jetzt haben wir auch Musik. Sehr gut. Da können wir lagern. Steinhaufen. So, wir haben Steine gesammelt. Oh, ein Fahrrad. Holzstapel. Kein Platz. Okay. Cool. Das mag ich. Kann ich ihn wieder absteigen? Leerbremsen, Driften, Klingel. Süß. Okay, wir müssen liefern, okay, lagern. Sehr gut. Ach, mehr brauchen wir gar nicht tun, okay. Band durchschneiden. Sehr gut. Touristenstädte brauchen eine Mischung aus Wirtschafts- und Freizeitaktivitäten, um zu funktionieren. Um zu florieren. Der Marktstand ist perfekt, um einige der lokalen Waren zu verkaufen, die du sammeln kannst. Darf ich Go-Nuts vorschlagen? Die sind eine lokale Spezialität, die man leicht in der Forstwirtschaftszone sammeln kann. Du solltest den Marktstand jedoch so füllen, wie du es für richtig hältst. Wenn du die Hilfe brauchst, um den Weg zur Forstwirtschaftszone zu finden, gibt es eine praktische Karten-App, die du auf deinem Handy installieren kannst. Tabulator ist Telefon. Okay, Stadtpedia haben wir. Zonen, da haben wir jetzt noch nicht als... Ach so. Fahrzeuge. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die Inventarkapazität. Okay. Ach so, das ist quasi so ein wie Wikipedia. Karte. Das ist
die Stadt. Da steht wohl ein Lieferwagen, sehr gut. Da ist das Fahrrad, das blaue Stern sind dann wohl wir. Okay. Sloss Tunes. Okay, das ist die Musik. Widgets. Geldbörse. Okay, da haben wir noch nichts. Gut. Hey. Der Markt schon ist perfekt um einige. Ach so, okay. Change Oton. Ah, hier kann ich mich. Okay. Hier haben wir die. Wow. Zyklop. Ich glaube, nehmen wir die Augen. Augenfarbe würde ich braun gerne nehmen. Könnten wir auch leuchtend machen. So, Mund. Den lassen wir, glaube ich. Haare. Glatze. Ich glaube, diese nehmen wir. Nehmen wir die. Bart. Nehmen wir mal so ein Kinnbart. Haarfarbe würde ich auch mal braun wählen. Oder gehen wir da auf eine gewagtere Farbe? Nehmen wir mal das Braun hier. Kleidung. Mützen. Cool. Kapitänsmilk. Nehmen wir einen Hut. Hut finde ich okay. Wow. Ne, nehmen wir den Cowboy-Hut. Brille. Nehmen wir, glaube ich, keine. Klamotten. Oh. Latzhose, die hat was, würde ich sagen. Klicken uns mal durch. Das ist auch nicht schlecht. Eine Schürze ist das, ne? Nicht Latzhose. Ich glaube, die Schürze ist bisher mein Favorit. Ja, nehmen wir die Schürze. Und Hosen. Kann ich den hier eigentlich irgendwie drehen? Nee. Nehmen wir die hier, glaube ich. So. Oh, ja, kann man schon vieles anpassen. Aber das Rot fand ich eigentlich ganz schick. So, statt des Schwarz. Machen wir mal den hier. Und statt des Blau. Machen wir mal so. Perfekt. Sehr gut. Okay. Füge Gegenstände zum Marktstand hinzu.
Muss ich noch erstmal gucken, wo der überhaupt ist. Wo ist denn der Marktstand? Oh, Hasi. Tilly, die Farm ist ein bisschen heruntergekommen. Tut mir leid. Wir haben auch keine Ausrüstung, mit der du anfangen kannst. Ich habe gehört, dass Town & Co. gute Preise für grundlegende landwirtschaftliche Geräte hat. Wenn wir nur ein paar landwirtschaftliche Geräte hätten, könnten wir anfangen, Dinge anzubauen. Mit Bale kann ich nicht reden. Wo bin ich denn überhaupt? Ups. Gonadstrauch. Cool. Oh, wir haben ein Rollbrett. Mega. Da ist ein defekter Trecker. Da ist auch ein defektes Fahrzeug. Ach, hier ist der Marktstand. Jetzt, da du die Grundlagen geschaffen hast, ist es an der Zeit, die Stadt wieder für Touristen zu öffnen. Allerdings muss der Bahnhof erst noch repariert werden. Du scheinst den Job des Bürgermeisters im Griff zu haben, also bin ich sicher, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Da können wir mal gerade noch ein bisschen mehr lagern. Wir müssen Holz sammeln und liefern. Und Steine nehmen. So. Holzstapel haben wir. Steine hätten wir. Holz hätten wir. Perfekt. Bahnhof wäre fertig. Sehr gut. Oh je, unser erster Zug seit Ewigkeiten. Und dann auch noch mit den Touristen. Ich hoffe, dass sich deine harte Arbeit auszahlt und dass es ihnen hier gefällt. Mal sehen, was sie vorhaben. Geist. Hoffentlich sind die Touristen beeindruckt von dem, was du in der Stadt getan hast, Bürgermeister. Ja, das hoffe ich auch. Oh, wir verdienen Münzen, okay. Ach so, und ich soll hier irgendwie... Irgendwo muss ich was kaufen, ne? Handy. Ach so. Ups. Jetzt. So, Karte. Ich bin da oben. Der Zug kommt. Das ist schön für den Zug. Da unten ist irgendwas. Hier ist jemand, der mit dir sprechen möchte. Los, Bürgermeister, begrüße deine neuen Besucher. Ups, Entschuldigung. Baldo. Interessante kleine Stadt. Ich mag den Vibe, den du hier vermittelst, während du versuchst, dein Glück zu wenden. Es könnte Spaß machen, hier zu bleiben, aber es gibt buchstäblich keinen Platz zum Bleiben. Wenn du ein Haus finden kannst, bleibe ich. Na sowas, jemand will in die Stadt ziehen. Du musst ein Haus bauen, wenn wir wollen, dass sie hier wohnen. Dieses alte Grundstück wäre perfekt, um darauf zu bauen. Aber es gibt da noch ein kleines Problem. Wie üblich? Unsere gesamte Ausrüstung ist kaputt gegangen, sodass wir keine Möglichkeit mehr haben, Mauersteine und Bretter zu produzieren.
Sieht aus, als wärst du in einer Zwickmühle, Junge. Gut, dass ich genau das habe, was du brauchst. Und es kostet nur dein süßes Ego. Mit Hilfe der Ego-Tech-App, die wir gerade installiert haben, bist du auf dem Weg, die Stadt deiner Träume zu bauen. Und schon bin ich auf dem Weg zum Mega-Yacht meiner Träume. Öffne mit deinem Telefon die Ego-Tech-App, kaufe eines der gewünschten Pakete und fange an zu bauen. Ego-Tech. So, Starter Forstwirtschaft, das brauchen wir. Und Starter Bergbau brauchen wir. Ausgezeichnet. Okay, du hast eines der Industriepakete freigeschaltet, aber wo geht diese Ausrüstung hin? Diese Abbau- und Forstwirtschaftszonen befinden sich gleich außerhalb der Stadt auf der rechten Seite der Karte. Öffne das Baumenü und baue deine neuen Gegenstände in jeder Industriezone. Bitte vergiss nicht, dass du in die Mine gehen kannst. Ich habe gehört, dass sich dort viele Ressourcen befinden. Okay, machen Sie aber gerade mal die Musik ein bisschen leiser. Mir ist sie nämlich zu laut. Vom Rest her ist eigentlich okay. So, sehr viel angenehmer. Ich habe mein Dingsbrett vergessen. So, hier kann ich irgendwo bauen. Oh. Lode ist mein Name. Sprengen ist mein Ding. Felsen. Dreck. Bumm. Verstanden? Leider haben wir keine Werkzeuge zum Abbauen. Ich muss Bretter herstellen. So. Auf der rechten Seite der Stadt kann ich das eigentlich auch kaufen. Habe ich 10? Ja, haben wir. Starter Forstwirtschaft haben wir auch gekauft. Karte. Hier sind alles Personen, ne? Wenn ich dahin fahre. Ah, hier. Forstwirtschaftszone. Wie läuft's denn so, neuer Bürgermeister? Willkommen im besten Wald der Welt. Die Leute nennen mich Rimu. Wir befinden uns in einer sehr unglücklichen Situation, Kumpel. Ohne Kettensäge können wir nicht so viel Zeug sammeln. Sammeln. Kein Platz. Zum Glück können wir in dem Laster laden. Oh, was haben wir? Oh, Donuts. Ein Gonadstrauch. Auch wieder keinen Platz. Können wir nämlich die Gonads noch weiter verkaufen. Cool. Die können wir nämlich an den Marktstand stellen und dann machen wir nämlich Geld. Brauchen noch mal wieder mehr Platz. Cool. Der Laster ist gut. Schon leer. So, dann würde ich sagen, bringen wir gerade mal die Sachen zum Marktstand.
eigentlich gern. Kann ich das nicht irgendwie... Inventar. Ah, so kann ich das steuern. So ist das schon sympathischer. Oh. Inventar, die nehmen wir wieder raus. Ah. Die kommen darüber. Nee, umgekehrt. Sehr gut, jetzt muss ich irgendwie Haus bauen. Maurersteine herstellen. Muss ich echt noch herausfinden, wo ich das mache. Geht es vielleicht mit der Maschine dort? Das müssten wir gerade mal probieren. Das ist die Mine. Da will ich jetzt nicht rein. Ich habe eh das Inventar voll. Ganz grundlegende Materialien aus dem Steinbruch in der Nähe bekommen. Aber das gute Zeug ist in der Mine. Um bessere Materialien abzubauen, brauchst du allerdings ein paar Werkzeuge. Das ist die Forstwirtschaft. Da müssen wir erst noch... Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo ich die herstellen kann. Aber das finden wir auch noch raus. Ich kann gerade mal mit den Dudes... Ach, hier ist noch ein LKW. Oh, was haben wir hier? Fischerzone. Hey, mein Name ist Chum. Willkommen an der örtlichen Angelstelle. Es ist die beste in der Stadt. Wenn wir nur eine Angelausrüstung hätten, könnten wir sie einholen. Wenn wir nur ein paar landwirtschaftliche Geräte hätten, haben wir das nicht? Ich muss gerade nochmal mit der Bürgermeisterin reden. Oder mit dieser Tante da. Bürgermeister bin ja ich. Du kannst die Egotech-App auf deinem Telefon benutzen, um Pakete zu kaufen, mit denen du Maurersteine und Bretter herstellen kannst. Du kannst Steine zu Ziegeln veredeln, sobald du die notwendige Ausrüstung in der Abbauzone abgebaut hast. Du kannst Holz zu Brettern veredeln, sobald du nötige Ausrüstung in der Forstwirtschaftszone gebaut hast.
Aha. Starterstadt. Basisservice. Halte deine Stadt zur Import-Export. Um die Stadt gut aussehen zu lassen. Stadtpedia. Ach so, Gegenstände allgemein. Ressourcensuche, Egotech. Ja, habe ich gekauft und freigeschaltet. Es gibt verschiedene Werkzeuge, die du platzieren kannst. Kettensäge. Wo kriege ich die denn her? Zukommt, schön. Werkzeuge. Verarbeitung. Ressourcen können an verschiedenen Maschinen verarbeitet werden. Einige Maschinen haben mehr Verarbeitungsmöglichkeit, auf die du zugreifen kannst, indem du die Option Verwalten an der Maschine auswählst. Das ist die Abbauzone. Bauen. Das Baumenü. Ach, B, bauen. Bohrerwerkzeug. Gießerei. Kettensägenwerkzeug. Ach so, erfordert Forstwirtschaftszone. Ah, ich glaube, ich verstehe es so langsam. So, das heißt, hier könnte ich jetzt Kettensäge, Tischsäge, nee, hier sind wir richtig. Abbaulicht, Gießerei, Gießerei, Verwalten, Inventar. Maurersteine brauchen wir, die haben wir. Können gerade mal ein paar suchen und dann können wir aber auch hier aus dem Inventar des Lasters holen. So. Cool. Jetzt haben wir es verstanden. So, damit beenden wir dann aber auch die heutige Folge. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid dann auch in der nächsten Folge dabei, wenn wir hier noch weiter unsere Sachen herstellen, die wir herstellen müssen. Mega. So, dann können wir hier auch direkt mal das Holz noch rausholen. Und hier können wir jetzt nämlich auch bauen. Da sind wir aber dann hier natürlich. Tischsäge, Kettensägen, Werkzeug. Da müssen wir, glaube ich, mit anfangen. Bauen wir da mal hin. Wow, niemals. Wir können jetzt eine riesige Menge Holz sammeln. Okay. Dann brauchen wir jetzt, glaube ich, noch den hier, genau.
Machen wir mal daneben. So, Inventar. Dann können wir hier auch direkt das Holz aufnehmen. Cool. So, nehmen wir die noch da raus. Sehr schön. So, ich wollte die Folge beenden. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sei doch das nächste Mal mit dabei, wenn wir dann ja hier endlich unsere Lieferungen abliefern, ne? In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss.